War es ein Spitzenkampf für dich? Ja, wir haben uns von vorne bis zum Schluss durchgekämpft und wir haben unsere Leistung gut durchgehalten. Wie war es für euch zum Spielen? Von außen hat es souverän ausgesehen, vor allem der erste Satz. Wie war es zum Spielen? Ja, wir haben uns sehr gut gefühlt. Wir waren hochmotiviert und ich glaube, das hat man gesehen. Am letzten Wochenende, da war es so ein Sieg halt, ein 3:0-Erfolg in Luzern. Das war nicht besonders berauschend, wenn wir ehrlich sind. Jetzt habt ihr euer wahres Gesicht gezeigt und ihr habt, glaube ich, auch hart trainiert, habe ich gehört. Ja, wir haben diese Woche hart trainiert. Wir mussten uns auch gut vorbereiten. Wir haben auch noch morgen ein Spiel, aber wir haben uns sehr gut vorbereitet und eine gute Woche gehabt. Insgesamt läuft alles rund bei Wolle Könitz. Seid ihr zufrieden? Wie ist die Stimmung bei euch momentan? Es könnte nicht besser sein, oder? Wie würdest du die Stimmung momentan beschreiben? Die Stimmung ist sehr gut. Vor allem heute, jetzt ist sehr gut, ja. Okay, wir lassen euch und vielen Dank nochmal für ein tolles Spiel. Ioana Nemțanu.